nicht, wieso du dir Wiederholungen anschaust, während die Pracht des Grand Canyons auf uns wartet. Was sagst du da? Wiederholung? Das ist der Xingo-Show-Marathon, die lustigste Sendung aller Zeiten. Entschuldige, Ben, ich kenne diese Show. Die ist gar nicht witzig. Hey, schaut mich an! Holt mich aus dieser verrückten kleinen Kiste raus! Sicher nicht. Warum zieht er sich nur diesen Müll rein? Als ich klein war, nannten wir den Fernseher Zombie-Box. Ehrlich, bei dem Quatsch kann man echt zum Zombie werden. Hey, Opa Max, wollen wir zwar uns das wirklich antun? Ach komm schon, Gwen. Wir bleiben doch nicht eingepfercht in der alten Rostbeule wegen ein paar Wolken. Wo bleibt dein Pioniergeist? Oh, dieser schrottige kleine Fernseher ist tatsächlich schon von einem Gewitter überfordert. Schrottiger kleiner Fernseher. Höchste Zeit, dass diese Kiste ein Upgrade erhält. Fantastisch, das nenne ich HD-Qualität. Die Frage ist nur, wie sieht man fern, wenn man selbst der Fernseher ist? Wirklich? Der Blitz muss dir ein Upgrade in unsere Realität verschafft haben. Abgefahren! Wie auch immer, Kleiner. Wie wär's, wenn wir eine Fliege machen? Oh, hallo, neue Welt. Und los geht's. Hat gar nicht wehgetan. So viel Platz hier draußen. So viel Raum. Was ist das? Das ist der Grand Canyon. Wofür ist der? Tja, das ist ein großes Loch im Boden und man läuft darin herum. Mann, das ist ja so langweilig wie ein Altersheim um Mitternacht. Du hast es voll erfasst. Ach, dieser Ort ist so langweilig. Lass mal den Xingo ran. Xingo! Mir geht's gut, hat gar nicht wehgetan. Meine Güte, Xingo! Tada! Keine Sorge, ein Blitz schlägt nie doppelt ein. Naja, der hat dreifach eingeschlagen. Kumpel, hilf einem Freund mal hoch. So ist's gut, Kumpel. Au, das ist nicht komisch. Du hast recht, tut mir leid. Das ist saukomisch. Stell dich nicht so an. War es nicht ein kleines bisschen witzig? Au, lass das, Xingo. Ah, wer will mich denn aufhalten? Du? Ja. Ach ja? Du und welche Armee? Diese Armee. Ich hab's kapiert, Armee! Arme! Ja, da kann ich mitspielen. Ich sagte, lass den Quatsch. Au! Na gut, du willst es ja nicht anders. Oh, hey! Was? Oma Xingo Bagwan? Ja, mich überzeugt die Verkleidung auch nicht. Bleib hier! Ja, Frischfleisch für die Xingo-Küche.